Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, und zwar wieder ein Spielerbewertungsvideo. Jamie Vardy, habt ihr eigentlich schon ziemlich am Anfang vom TOTS so far gespielt, für längere Zeit, dann aber immer wieder ein bisschen was herumprobiert, und jetzt habe ich mir gedacht, für mein Endteam, das ich jetzt dann auch bald präsentieren werde hier auf dem Kanal, kommt er wieder zurück. 196.000 Münzen habe ich bezahlt, und wie ihr seht, der ist Zweitbesitzer, hat kein einziges Spiel noch gemacht. 3 Sterne Spezialbewegungen, 4 Sterne schwacher Fuß mit einer hoch Arbeitsrate. 1,79 ist er groß. Leicester City Premier League. Ich habe ihm Engine gegeben, damit bekommt er 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit. Schuss ist ohnehin Hammer, 99 Stellungsspiel, 99 Abschluss, 99 Schusskraft. Die Fernschüsse sind halt dann nicht so toll, aber es hat eher ein Strafraumstürmer meiner Meinung nach. Wollis hat er 96, Elfmeter 98, Übersicht pushen wir ihm jetzt mit dem Engine auf 99, die Flanken auf 96, Freistoßpräzision auf 86, wobei die jetzt auch nicht so ausschlagkräftig ist. Den kurzen Pass auf 94, was nice ist, und den langen Pass, das ist so ein kleines Manko von ihm, auf 74 auch. Er hat 87 Effe, Dribbling pushen wir jetzt auf 95 von 90 hoch, die Balance auf 99, Reaktion 99, Ballkontrolle geht auf 97 hoch, das Dribbling geht auf 99 und ein Ruhewert hat er von 99. Also wie gesagt, ich weiß, man kann den auch ohne weiteres am Flügel spielen, da ist er auch sehr sehr stark, vor allem mit dieser hoch Arbeitsrate, ist ganz nice. Defensivwerte hat er auch ziemlich gute, also für hoch ist das schon sehr sehr nice mit 60 Abfangen, 96 Kopfballpräzision, da hat er auch die Sprungkraft 93, was nice ist, defensives Bewusstsein 69 und die Fernzweikämpfe mit 61 und die Grätsche mit 65, also für einen Stürmer sind das schon sehr sehr nice Werte. Und ja, wie gesagt, 94 Ausdauer, Stärke 81, Aggressivität 99, das sind schon sehr sehr geile Physiswerte. Auch Eigenschaften oder dann noch den Teamspieler, also ist eine, ich weiß, es ist eine stabile Karte, wir werden jetzt trotzdem in der Weekend League 1, 2, 3, mal schauen, wie es passt, Games mit ihm machen. In meiner Premier League Mannschaft habe ich den jetzt hier verpackt mit David Silva am Flügel, Lucas Moura am anderen Flügel, Maschine Firmino in der Mitte, dann werden wir Pogba mal spielen, den habe ich noch sehr, sehr wenig gespielt, Wijnaldum, hinten dann Alexander Arnold, meinen roten Van Dijk, den ich gezogen habe. Checkt das Video aus, falls ihr es noch nicht getan habt. Und Andy Robertson, also eigentlich bis auf David Luiz da eine komplette Liverpool-Abwehr, und auch im Tor Alisson. Also hinten sollte man ganz gut gestellt sein. Über David Luiz wird es wahrscheinlich auch demnächst nochmal ein Video hier geben. Aber ich würde sagen, wir gehen ins erste Game und schauen einmal, wie der gute Vardy performt. So, unser erster Gegner, der spielt auch mit interessantes Team, ja. Origi, Wijnaldum, das dynamische Duo, Captain America. Ein interessantes Team eigentlich. Nein, warum war er da so offen am Flügel? Ja, 5. Minute, Tor, man muss das natürlich gleich durchlaufen lassen, den Torjubel. Und die Wiederholung muss man sich auch anschauen. Ja, jetzt lasse ich auch durchlaufen. Schöne Vorlage von Vardy, da werden wir jetzt auch feiern, genauso wie der Gegner. Also diese Gegner in der Weekend League sind echt schon, es ist eigentlich nicht normal, dass man alles immer durchlaufen lassen muss. Aber egal, ich drücke jetzt weiter, weil ich habe da keinen Bock drauf. Let's go! War das wieder Vorlage von Vardy, glaube ich, oder? Wir werden es dann sehen. Und... Oh, Stange von Vardy, schade. Der muss eigentlich sitzen. Vorlage von Vardy wieder, sehr schön. Also, Vardy ist back, die Maschine ist zurück. Jamie Vardy on fire, let's go, Leute. Die Maschine ist zurück. Ja, und für das, dass er seinen Torjubel gleich durchlaufen hat lassen, haben wir mit so einer ordentlichen Klatsche verpasst. Wie gesagt, ich verstehe das nicht, warum man diese Torjubel da so durchlaufen lassen muss.
eben wenn man in der fünften Minute ein Tor schießt. Aber ja, Jamie Vardy, 10er-Bewertung, ein Tor hat er jetzt gemacht und 3 Torvorlagen, Wahnsinn, was für ein Comeback in meinem Team. 2 Schüsse, einer war erfolgreich, 7 von 7 erfolgreichen Pässen, 7 von 8 abgeschlossenen Dribblings, Zweikämpfe hat er keine gehabt und ja, minus 1 Fitness, also das ist bei allen eigentlich klar gegangen. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit eins von diesen 89 Plus Upgrades gemacht und ja, Richarlison gezogen, also gab es jetzt nochmal eine kleine Umbauphase. Vardy rückt jetzt auf den rechten ZOM-Posten im Prinzip. Ist eh auch gut fürs Video, als Stürmer haben wir ja gesehen, dass er absolute Maschine ist. Jetzt können wir den auch ein bisschen am Flügel noch austesten in einem zweiten Game. Und ja, wie gesagt, mit Richarlison machen wir jetzt das erste Spiel. Ich werde mit Sicherheit auch über Richarlison dann noch ein Video bringen, damit wir uns auch den ein bisschen genauer anschauen. Aber ja, wir gehen mal ins nächste Game, Foot Champions, und schauen mal. So, und das ist unser Gegner, der hat auch Vardy, der hat wieder Pulisic, der hat Butragueno. Cooles Team eigentlich, interessant. Ja, Vardy. Ich wollte schon sagen, was für eine Maschine, aber der Laufweg war geil von Vardy. Ja, wieder guter Pass eigentlich von Vardy, aber da war jetzt in der Mitte irgendwie wenig Spielraum. Ah, hat mir das jetzt zu weit vorgelegt, der Vardy. Eieiei, aber geiler Laufweg vom Flügel aus. Also man sieht den Drang zum Tor, den er auch vom Flügel, also von dem rechten ZOM da hat. Na, ich wollte eigentlich nicht in die Spitze spielen. Der Pass ist wieder... Ach, schade. Aber jetzt komm, let's go. Richarlison zwar, aber sehr nice. Richarlison, Maschine. Ja, und wir haben den nächsten Rage Quit. Also, ja, Vardy bekommt da jetzt nur eine 6,8er Bewertung. Aber ich fand den eigentlich da jetzt ganz nice von den Laufwegen her. Er hat da jetzt eigentlich 7 von 9 erfolgreichen Pässen, 8 Dribblings hat er, da waren 7 erfolgreich. Flanken haben wir keine gemacht. Ja, eigentlich, ich fand das eigentlich voll okay. Ich dachte, es war eine Vorlage auch vorhin von ihm, aber es war Firmino. Ja, Leute, also ich glaube, wir haben da jetzt eh schon genug gesehen in den beiden Games. Es waren ja eigentlich war es nur ein Game, glaube ich, weil es war ja beides mal Rage Quit. 2 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen. Ja, wie gesagt, man kann den ZOM spielen. Ich würde ihn wahrscheinlich ZOM. Ich finde ihn am Flügel ganz nice, man könnte ihn aber auch in der Mitte spielen. Aber ich fand seine Laufwege jetzt ganz nice, also darum habe ich die Bewertung auch nicht wirklich verstanden, die er da jetzt bekommen hat in dem zweiten Game. Aber ein Tor, 3 Vorlagen in 2 Spielen, das ist schon sehr, sehr stabil. Ich finde ihn, wie gesagt, gut mit seiner hoch Arbeitsrate, der für mich halt nicht der klassische Stürmer. Deswegen ist es nice, dass ich jetzt auch Richarlison da noch bekommen habe aus dem Pack. Von dem her passt diese Kombination, glaube ich, ganz gut, weil somit steht mein Endteam für dieses Game, glaube ich, mehr oder weniger fest. Vardy wird bleiben. Vardy war von Anfang an eigentlich dieser 86er, den man damals um, glaube ich, 30.000, 35.000 Coins ziemlich am Anfang von FIFA, glaube ich, im Oktober oder so war das, machen konnte, mit dem habe ich sehr, sehr viele Spiele gespielt. Habe dann, wie gesagt, auch mit dem Tots einige gemacht und jetzt ist er wieder da und der wird auch bleiben. Ich weiß nicht, wie viele Weekend Leagues ich noch spielen werde, maximal 2, denke ich jetzt mal, bis Ende von FIFA 20. Also wie gesagt, man bekommt den jetzt für unter 200k, wahrscheinlich bald um 150k. Es ist immer so mein Glück mit dem Spielerkauf, wenn ihr einen Spieler kauft, dann ist er die Tage danach um einiges billiger. Also wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr viele Spiele mit dem davor gemacht und möchte jetzt auch gar nicht viel mehr Spiele da machen in dem Video. Ich finde den absolut geil, ich fand den immer schon absolut geil. Es ist halt nur wichtig, dass man den richtig einsetzt, weil mit seiner hoch Arbeitsrate, wenn man ihn als Stürmer spielt, dann muss man ihm auch die Anweisung geben, dass er vorne bleibt, weil sonst kommt der immer wieder mit nach hinten und dann fehlt dir vorne die Anspielposition. Also das muss man bedenken bei ihm, aber ansonsten finde ich absolut geiler Spieler, auch wenn er nur 4 Sterne schwacher Fuß hat. Das ist schon okay und ich glaube, wir haben mit ihm sogar jetzt die Stange getroffen. Aber wenn es so war, dann habe ich es eh ins Video hineingeschnitten. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann war es jetzt ein Fehler. Lasst trotzdem gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Es werden noch ein paar Videos für FIFA 20 kommen, ein paar Spielerbewertungsvideos. Also
gerne auch die Glocke aktivieren und schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Danke für euren Support. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, ciao.